Bobbig. Ja, danke schön. Wir schauen uns jetzt mal an, wie atemberaubend funktional Deep Learning in Haskell aussehen kann. Effektiv lebt Deep Learning heute in Python, wo so die mit Abstand populärsten Bibliotheken zu Hause sind, TensorFlow und PyTorch. Es gibt auch alle möglichen anderen Bibliotheken in allen möglichen Sprachen, aber all diesen Bibliotheken liegt ganz grundlegend ein ziemlich klobiges, kompliziertes Modell zugrunde, was in der Regel die Nutzung auch ziemlich klobig und kompliziert macht. Wir sind aber in der glücklichen Situation, dass ein gewisser Cornel Elliott sich mit dieser Thematik auch mal auseinandergesetzt hat. Wer Cornel Elliott kennt, weiß vielleicht, dass der ein bisschen eine andere Perspektive auf solche Sachen hat als die meisten anderen Menschen und oft sehr elegante Lösungen für komplizierte Probleme findet. Und der hat ein Plugin entwickelt für den Haskell-Compiler, GHC, mit dem man im Prinzip wahrscheinlich so ziemlich alles machen kann. Also das kann ich auch ganz unabhängig von Deep Learning sehr empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Und ein Anwendungsbeispiel, zu dem der so ein Proof of Concept entwickelt hat, ist eben auch Deep Learning. Wir entwickeln bei der Active Group seit mehreren Jahren jetzt eine App für Siemens, bei der wir neuronale Netze nutzen, um Anomalien in Produktionsprozessen zu finden. Da kann man so Sensordaten einspeisen und sieht dann hier oben, wenn da irgendwas nicht ganz rund läuft. Und dafür haben wir anfangs auch TensorFlow benutzt und sind dann eben irgendwann über den Ansatz von Cornel Elliott gestoßen und haben den jetzt in den letzten Jahren dahingehend ausgebaut, dass wir unsere Netze damit auch betreiben können in der App. Das war ein durchaus recht steiniger Weg bis hierhin, der auch noch nicht zu Ende gegangen ist, aber inzwischen funktioniert es schon ziemlich gut. Also wir haben ein etwas leichtgewichtigeres Netz in der App und ein schwergewichtigeres. Das leichtgewichtige wird heute schon mit Comcat, so heißt dieses Plugin, betrieben. Das schwergewichtige funktioniert im Prinzip auch schon, ist aber bisher noch ziemlich langsam. Das steht jetzt als nächstes an, das alles auch noch etwas flott zu kriegen. Ja, tolle App, soll aber gar nicht die Hauptattraktion hier heute sein, sondern wir schauen uns jetzt an, wie Deep Learning Bibliotheken normalerweise funktionieren und wie das Ganze mit Concat aussieht. Dazu müssen wir erstmal eine grobe Vorstellung davon haben, was neuronale Netze überhaupt sind. Die stellt man gerne so dar, wie man das hier rechts sieht. Diese blauen Kreise, die man da sieht, sind die sogenannten Neuronen. Die sind irgendwie miteinander verbunden. So eine Spalte von Neuronen nennt man üblicherweise Layer und ein neuronales Netz besteht aus mehreren bis verflucht vielen von solchen Layers, die so aneinander gesteckt sind. Und da fließen einfach Zahlen durch. Also man kann sich das so vorstellen, dass aus diesen Zahlen Layer für Layer Informationen extrahiert und in eine Form gebracht werden, in der die letzte Layer irgendeine Aufgabe lösen kann. Zum Beispiel könnten die Zahlen, die man hier reinsteckt, eine Sequenz von Wörtern repräsentieren und die Zahlen, die rauskommen, das nächste Wort. So könnte man dann Text generieren. Oder man könnte zum Beispiel Pixelwerte da reinstecken und die Zahlen, die rauskommen, könnten Wahrscheinlichkeitsverteilungen über Kategorien von Dingen, die man auf Bildern sehen kann, repräsentieren. Das wäre dann zum Beispiel eine Bilderkennung. Mathematisch modelliert man das, wie man das hier links sieht. Also so ein neuronales Netz ist einmal eine Komposition von Layers. Und so einer Layer kann man Parameter übergeben. Das sind diese Ws und Bs, die man hier sieht. Das W ist die sogenannte Gewichtsmatrix. Das B ist der Bias-Vektor. Und damit ist es dann eine Funktion, die kann man auf einen Vektor anwenden. Da wird dann als erstes hier die Matrix dran multipliziert. Dann wird auf den Vektor, der dabei rauskommt, der Bias-Vektor addiert und am Ende wird auf den Vektor, der da rauskommt, komponentenweise eine sogenannte Aktivierungsfunktion angewendet.
Es gibt auch andere Formen von Layers, da sehen die Bildchen dann auch ein bisschen anders aus und die kann man auch auf höherdimensionalere Objekte als Vektoren anwenden. Aber das ist so die Standardform, das nennt man auch eine Dense Layer, wo jedes Neuron mit jedem Neuron der vorhergehenden und nachfolgenden Layer verbunden ist. Diese Verbindungen in dem Bild sind sowas wie Sensitivitäten zwischen Neuronen. Und eine Zahl fließt von einem Neuron ins nächste, indem man sie mit dieser Sensitivität multipliziert. Und im Zielneuron werden dann alle eingehenden Beiträge zusammenaddiert. Das kann man eben als Matrixmultiplikation darstellen. Darum macht es, finde ich, eigentlich auch mehr Sinn, die Verbindung als Layer zu betrachten. Das sind halt die Einträge in der Matrix und die Neuronen sind eigentlich eher die Eingaben und Ausgaben von den Layers, finde ich. Durch meine Programmierbrille betrachtet, sehe ich hier einmal eine große Komposition von puren Funktionen. Und das schreit eigentlich nach funktionaler Programmierung. Das passt so gut, dass nicht mal aufgefallen ist, dass ich das mathematische Modell gar nicht in Mathe, sondern in Haskell geschrieben habe. Die Entwickler von PyTorch, das ist eben eine von den zwei großen Bibliotheken, die es heute gibt, die behaupten aber, Layers, die im modernen maschinellen Lernen als zustandsbehaftete Funktionen mit impliziten Parametern verstanden werden sollten, werden typischerweise als Python-Klassen dargestellt, deren Konstruktoren ihre Parameter erzeugen und initialisieren. Und das ist erstmal ein beeindruckend unpassendes Modell für das, was ich hier gerade als Layer bezeichnet habe. Ich bin kein objektorientierter Programmierer, aber das sind einfach mathematische Funktionen, die wir komponieren wollen. Da wirkt jetzt eine Klasse erstmal nicht unbedingt wie die geeignetste Darstellung. Warum die Parameter implizit sein sollen, ist erstmal irgendwie völlig unklar. Ich finde auch nicht, dass es in den Zuständigkeitsbereich einer Funktion gehört, ihre eigenen Parameter zu initialisieren. Aber so richtig schräg wird das Ganze mit dem State, der hier so ganz beiläufig in Klammern erwähnt wird. Wenn wir uns so eine Layer nochmal anschauen, von State ist da weit und breit keine Spur. Der State hat aber auch überhaupt nichts mit den neuronalen Netzen selber zu tun, sondern damit, was wir damit machen wollen. So langsam fragt man sich wahrscheinlich, wie tief man eigentlich mit einer Folie fallen kann. Jetzt ist auch noch die Implementierung an irgendeine Anwendung gebunden. Was eben noch im Wesentlichen eine Matrixmultiplikation war, ist jetzt auf einmal irgendeine Klasse mit State. Das hat aber alles schon einen guten Grund, dass sich ein Haufen schlauer Köpfe über viele Jahre auf so ein Modell geeinigt hat. Um das zu verstehen, müssen wir aber erstmal verstehen, was wir mit so einem neuronalen Netz denn noch machen, außer es eben auf Input anzuwenden. So ein Netz ist nämlich für sich erstmal komplett nutzlos, solange wir keine Parameter kennen, für die das irgendwelche interessanten Sachen macht. Und dafür trainiert man so ein Netz erstmal. Dabei geht es jetzt darum, eben Parameter zu finden, für die das Netz auf irgendeinem vorgegebenen, ja. Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber wenn das alles eine Funktion ist, was genau sind denn jetzt hier Parameter? Also was wird das sind diese Ws und Bs, die wir gerade gesehen haben. Diese Matrix und dieser Bias-Vektor. Also wir probieren jetzt Parameter zu finden, für die so ein neuronales Netz auf einem vorgegebenen Trainingsdatensatz möglichst gute Ergebnisse liefert. Und dann hoffen wir, dass das auf neuen, ungesehenen Daten genauso gut funktioniert. Was ein gutes Ergebnis ist, wird dabei von einer skalarwertigen Fehlerfunktion beurteilt, die zum Beispiel den Output mit irgendeinem vorgegebenen, gewünschten Output vergleicht und darauf irgendeine Art Abweichung berechnet. Also etwas kompakter ausgedrückt ist das Training einfach der Versuch, dieses Optimierungsproblem hier zu lösen. Also da ist jetzt der Datensatz hier fixiert und wir betrachten das Netz zusammen mit der Fehlerfunktion als eine Funktion von irgendeinem Parameterraum Omega in die reellen Zahlen. Und jetzt suchen wir eben Parameter, für die diese Zahl minimal wird. Also genau, wie
wie ich gerade schon gemeint habe, dieses Omega hier ist eben jetzt ein kompletter Satz von solchen Ws und Bs. Das macht man üblicherweise mit einem Verfahren, das sich Gradient Descent nennt. Als Gradient bezeichnet man die Ableitung einer skalarwertigen Funktion. Und hier auf der linken Seite sehen wir so eine skalarwertige Funktion. Und den Gradienten in irgendeinem Punkt kann man sich so vorstellen wie diese Pfeile, die hier überall eingetragen sind. Und diese Pfeile haben die nützliche Eigenschaft, dass sie in Richtung des steilsten Anstiegs zeigen. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt, wie so ein Training aussehen könnte, beziehungsweise hier sehen wir drei Trainings. Das wäre jetzt ein Modell mit zwei Parametern. In der Praxis haben so Netze natürlich viel, viel mehr Parameter, aber das lässt sich so etwas besser visualisieren. Also hier wären das jetzt zwei Parameter, die hier in der Horizontalen dargestellt sind. Und diese geschwungene Oberfläche, das wäre hier jetzt der durchschnittliche Fehler, den das Netz für fixierte Daten in Abhängigkeit von den Parametern produziert. Am Anfang vom Training werden die Parameter dann zufällig initialisiert. Hier sieht man jetzt eben drei verschiedene Initialisierungen. Dann berechnet man den Gradienten und bewegt sich einmal ein kleines Stück in genau entgegengesetzter Richtung zu diesem Pfeil. Und das macht man immer und immer wieder, bis das Ganze nicht mehr besser wird und hofft dann, dass man nicht hier oben stecken geblieben ist. Genau, dazu müssen wir also die ganze Zeit Ableitungen berechnen. Das nennt man dann Automatic Differentiation. Nach der Kettenregel ist die Ableitung einer Komposition die Komposition der Komponentenableitung. Und Automatic Differentiation ersetzt einfach die Komponenten von einer Funktion durch ihre Ableitung. Für ein neuronales Netz kann man das so aufschreiben. Also diese DLs hier sind jetzt die Ableitungen der einzelnen Layers. Die könnte man natürlich auch wieder aufdröseln auf die Komponenten einer Layer. Aber so kann man ein bisschen übersichtlicher darüber nachdenken. Und diese einzelnen Komponentenableitungen können wir im Prinzip jetzt in beliebiger Reihenfolge auswerten. Funktionskomposition ist ja assoziativ. Üblicherweise macht man das entweder rechtsassoziativ, also so von rechts nach links, in der natürlichen Richtung, in der man eben Funktionen normalerweise auswertet. Darum nennt man das auch vorwärts. Oder man macht das linksassoziativ, also so von links nach rechts. Das nennt man dann rückwärts. Und dabei ist der Rechenaufwand in Vorwärtsrichtung abhängig von der Eingangsdimension. Es ist in diesem Fall die Anzahl der Parameter. Für so die größten Modelle, die es heute gibt, zum Beispiel ChatGPT, sind es mehrere hundert Milliarden. Und in Rückwärtsrichtung ist der Rechenaufwand abhängig von der Ausgangsdimension. Das ist in diesem Fall die Ausgangsdimension der Fehlerfunktion, also einfach 1. Darum arbeiten Deep Learning-Bibliotheken grundsätzlich rückwärts. Das ist aber, wie man vielleicht schon erahnen kann, so ein bisschen tricky, weil die Ableitung, wenn man genauer hinguckt, nicht wirklich so aussieht, wie man das hier sieht, sondern eher so. Wir wollen ja, wir müssen die Ableitung der einzelnen Layers in irgendeinem Punkt auswerten. Und dieser Punkt ist die Ausgabe der Vorgängerlayer. Was man da normalerweise macht, ist, dass man das Netz einmal vorwärts auswertet, sich dabei alle Zwischenergebnisse und die zugehörigen Operationen und wie die alle zusammenhängen merkt. Und wenn man dann rückwärts die Ableitung berechnet, greift man all diese Informationen eben wieder ab. Dazu benutzt man irgendwelche graphenartigen Datenstrukturen, indem man diese Informationen eben speichert und wo dann jedes Mal, wenn das Netz durchlaufen wird, diese ganzen Zwischenergebnisse wieder aktualisiert werden. Und genau das ist der State, von dem wir vorhin gesprochen haben. Genau da liegt der Hund begraben. Klassischerweise nennt man das eine Wengert-Liste oder Wengert-Tape. Es gibt heute alle möglichen Tricks und unterschiedliche Ansätze, wie man das im Detail umsetzt. Aber
Ich habe bis heute keine einzige Deep Learning Bibliothek gefunden, die nicht letztendlich in irgendeiner Form solche Datenstrukturen generiert, in der dann diese Zwischenergebnisse eben immer abgespeichert und aktualisiert werden. Genau, und dieses Graphenmodell bringt einfach relativ viel Gepäck mit. Wir können uns das mal am Beispiel von TensorFlow anschauen. Da kann man sich diese Berechnungsgraphen auch visualisieren. Wo ist meine Maus? Hier. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Hier unten sieht man jetzt eine so eine Layer, die besteht aus diesen drei Knoten. Also da hat man einmal die Matrixmultiplikation. Hier wird dann der Bias-Vektor addiert. Das hier ist die Aktivierungsfunktion und wir haben hier jetzt vier so Layers hintereinander geschaltet. Hier oben, das ist die Loss-Function. In diesem Gradients-Knoten werden eben die Gradienten berechnet und das fließt dann alles in diesen Adam-Knoten. Das ist eine etwas ausgefeiltere Variante von Gradient Descent. Das ist aber immer noch dasselbe Prinzip. Wenn man zum Beispiel so einen Matmul-Knoten aufklappt, dann sieht es so aus. Da sieht man hier den Output der Vorgängerlayer ankommen und hier werden die aktuellen Parameter ausgelesen, die eben die ganze Zeit von dem Adam-Knoten da oben abgedatet werden. Das sind die impliziten Parameter, die stecken hier eben tief in dem Graphen drin. Die eigentliche Matrixmultiplikation findet dann hier statt, wenn man so einen Knoten anklickt. Dann sieht man eben, dass hier abgespeichert ist, was das für eine Operation ist, wo die Inputs herkommen, wo die Outputs hingehen. Und je nach Operation kann der noch irgendwelche Attribute haben, so einen Knoten. Der Code zu so einem Netz, mit dem man das dann implementiert in TensorFlow, der sieht dann zum Beispiel so aus. Der ist für meinen Geschmack erstmal relativ unübersichtlich. Ein Großteil von dem Code hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Netz selber zu tun, sondern eben mit dieser ganzen Graphenmaschinerie. Also wir sehen hier in der oberen Hälfte schon mal, da geht es einfach nur um die Initialisierung der Parameter. Das hier unten sieht schon aus wie ein neuronales Netz, aber überall, wo hier TF steht, also im Endeffekt überall, wird im Hintergrund eben Code generiert, der dann Teile von dieser Graphenmaschinerie erzeugt und steuert. Das ist alles wahnsinnig kompliziert, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer zum ersten Mal im Quellcode von TensorFlow verirrt, versteht man erstmal überhaupt nicht, was da passiert und fühlt sich ziemlich verloren. Das ist alles auch noch ziemlich spezialisiert auf irgendwelche TensorFlow-Typen. Wir sehen zum Beispiel hier, der Input wird zu irgendwelchen Tensoren konvertiert. Sogar die Zahlen in diesen Tensoren werden in irgendeinem TensorFlow-internen Datenformat dargestellt. Hier oben die Parameter, die werden zu solchen TensorFlow-Variables. Das sind im Endeffekt auch Tensoren, die sich aber in manchen Aspekten grundlegend anders verhalten als normale Tensoren. Das lässt sich so in der Form überhaupt nicht mehr sinnvoll generalisieren und abstrahieren. Auf einem abstrakten Level ist erstmal gar nicht so richtig klar, was das hier alles eigentlich darstellen soll. Man kann es unheimlich schlecht testen, weil es eben alles in diesem Graphenkontext lebt. Wenn wir zum Beispiel nur mal das Netz mit fixierten Parametern auswerten wollen, müssen wir direkt den Code von der Klasse hier anpassen. Das ist immerhin alles reibungslos in Python integriert, aber nur solange wir nichts machen, was halt in diesem Graphenkontext keinen Sinn macht. Wenn wir das machen, schmiert uns das alles zur Laufzeit ab und erzählt uns teils abenteuerliche Geschichten über das Innenleben der Graphen. Dazu ist es extrem anfällig für Dimensionsfehler. Also wenn wir irgendwo hier eine falsche Zahl eintragen oder wenn wir zum Beispiel hier vergessen zu transponieren, dann fliegt uns das auch wieder zur Laufzeit alles um die Ohren. Es ist nicht ohne Grund so beliebt, TensorFlow. Man kann damit ziemlich schnell Modelle zusammenbasteln und mal irgendwie auf Daten loslassen. Es gibt eine
es gibt einen Haufen Ressourcen und eine große Community, die das irgendwie nutzt und eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Aber ich finde, es spielt seine Stärken eher in so einem Forschungskontext oder sowas aus, wo es jetzt nicht unbedingt um Software-Design geht. Aber wenn wir solides Software-Design betreiben wollen, bringt es schon relativ viele Probleme mit, finde ich. Also ich würde, denke ich, heute selber, wenn ich mal mit neuen Architekturen irgendwie was ausprobieren will, würde ich wahrscheinlich auch erstmal zu TensorFlow oder PyTorch greifen. Wenn ich dann aber wirklich eine Software entwickeln will damit, würde ich heute Concat benutzen. Da sieht nämlich genau dasselbe neuronale Netz so aus. Das gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser. Einmal ist es in Haskell geschrieben, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Es ist einfach eine pure Funktion, die exakt das repräsentiert, was ich mir unter einem neuronalen Netz vorstellen würde. Man sieht hier auf einen Blick, hier unten werden irgendwelche Layers komponiert. Diese Add-Punkt-Operatoren da, die verteilen einfach die Parameter an die entsprechenden Layers und komponieren die dann. Und da ist nirgendwo irgendwas Verrücktes dahinter versteckt. Das sind einfach sehr simple Implementierungen von den mathematischen Operationen, die hier eben zugrunde liegen. Was für eine GXT-Erweiterung braucht man für dieses Punkt, Punkt, Punkt? Können wir vielleicht am besten nach dem Vortrag nochmal drauf eingehen. Aber also im Wesentlichen braucht man hier das Prelude und GHC Generics. Das Punkt, Punkt, Punkt ist so nicht kompilierfähig. Die Typen sind hier ziemlich generisch gehalten. Die sind hier einfach definiert über Eigenschaften, die sie haben müssen. Das sind diese Constraints, die man hier oben sieht. Wir haben komplett selber in der Hand, wie wir unsere Parameter darstellen wollen, wie wir die initialisieren wollen, wie wir die serialisieren wollen, was wir sonst so damit anstellen wollen. Die Typen sind hier auf Typen spezialisiert, die Informationen über ihre Dimensionalität enthalten. Das sind diese Ns und Ms, die man hier sieht. Das muss man so nicht machen, aber wenn wir das so machen, kann GHC schon beim Kompilieren darauf hinweisen, wenn irgendwo Dimensionen nicht zusammenpassen. Und das lässt sich so alles auch ganz wunderbar testen. Wir wollen natürlich trotzdem unsere neuronalen Netze auch ableiten und da kommt jetzt eben das Plugin ins Spiel. Grob zusammengefasst nutzt es die Isomorphie zwischen Lambda-Kalkülen und sogenannten kartesisch abgeschlossenen Kategorien und übersetzt damit während GHCs Kompilierprozess die Haskell-Core-Sprache, die der GHC eben spricht, das ist so ein getyptes Lambda-Kalkül, in eine kategorielle Sprache. Und diese kategorielle Sprache können wir dann in allen möglichen kartesisch abgeschlossenen Kategorien interpretieren. Damit abstrahiert es im Endeffekt den Haskell-Funktionspfeil. Das klingt jetzt vielleicht erstmal alles ein bisschen komisch, aber das wird hoffentlich etwas klarer, wenn wir uns das mal in Aktion anschauen. Wenn ich auch nicht versprechen kann, dass es unbedingt so viel weniger komisch am Ende wirkt. Wenn wir das Plugin zum Beispiel auf diese Magnitude Square Funktion, die man hier oben sieht, anwendet, die einfach zwei Zahlen quadriert und dann zusammenaddiert, dann wird das erstmal in so eine Form, wie man das hier in der Mitte sieht, gebracht. Also dieses ETSI und MULSI sind hier die kategorielle Variante einer Addition und Multiplikation. Diese Kringel sind eben Kompositionen. Dieses komische Dreieck hier übergibt ein Argument an die zwei Komponenten, die rechts und links davon stehen, und gibt dann das Tupel der Ergebnisse zurück. Und Excel und Excel extrahieren die linke bzw. rechte Komponente aus einem Tupel. Also hier drüben, wenn wir das Ganze auf ein Tupel von Zahlen anwenden, wird hier drüben einfach die rechte Komponente dupliziert und dann mit sich selber multipliziert. Hier auf der anderen Seite passiert dasselbe mit der linken Komponente und dann geht das alles in die Addition hier.
Wenn wir diesen Ausdruck jetzt in so einer Kategorie der Graphen interpretieren und das Ergebnis rendern, dann sehen wir da eben diesen Graph hier unten. Eine Kategorie ist für uns in diesem Kontext jetzt einmal was, das besteht aus Haskell-Typen und Funktionen zwischen diesen Typen. Diese Funktionen nennt man im Allgemeinen Morphismen, aber wenn ich hier von Morphismen rede, dann kann man sich da immer einfach irgendwelche speziellen Formen von Funktionen drunter vorstellen. Und das Plugin hat jetzt eben aus einer normalen Haskell-Funktion von dem Tupel von A nach A einen Morphismus in der Kategorie der Graphen von dem Tupel von A nach A gemacht. In dieser Kategorie der Graphen ist halt zum Beispiel die Addition irgendwas, was so einen Knoten mit zwei Eingängen und einem Ausgang repräsentiert, in dem so ein Plus in der Mitte steht. Und Excel ist zum Beispiel irgendwie ein Pfeil, der halt hier auf der linken Komponente von einem Tupel ansetzt, und so ein Dreieck mit zwei Excels dran macht daraus eben zwei Pfeile, die an dieselbe Komponente ansetzen und dann in irgendeinen gemeinsamen Knoten gehen. Jetzt gibt es auch eine Kategorie der generalisierten Ableitung, und die Idee dabei ist, dass man aus einer Funktion, die irgendwie ein A nach f von A abbildet, eine Funktion macht, die ein A auf das Tupel aus f von A und der Ableitung von f in A abbildet. In Haskell sieht es so aus, wie man das hier unten sieht. Also das sind die Morphismen von A nach B in der Kategorie GDK. Und das sind einfach Funktionen von so einer Form, wie man das da oben eben etwas besser erkennt. Also dieses Doppelpunkt Stern hier, das ist einfach das Tupel. Wenn man will, kann man sich das als das Komma in dem Tupel vorstellen. Und dieses AKB ist die Ableitung. Und das Ganze ist abstrahiert über die Kategorie, in der ich die Ableitung darstelle. Für den Moment können wir uns das K hier aber einfach als einen ganz normalen Haskell-Pfeil erstmal vorstellen. Also die Ableitung ist ja einfach eine Funktion von A nach B jetzt. Für solche GD-Morphismen ist dann eben diese kategorielle Sprache definiert, die wir eben gesehen haben. Zum Beispiel kann man zwei so GD-Morphismen komponieren. Und das Ergebnis ist dann wieder ein GD-Morphismus. Und das ist einfach eine Funktion, die ein A nimmt, dann F darauf anwendet. F und G haben hier jetzt eben auch so eine Form von solchen GD-Morphismen, also so wie das hier oben noch zu sehen ist. Und das Ergebnis von der normalen Funktionskomponente wird dann an G übergeben, und hier unten werden dann die Ableitungen komponiert. Also das ist in der ersten Komponente einmal eine gewöhnliche Komposition und in der zweiten Komponente die Kettenregel. Die habe ich hier für die, die vielleicht länger nicht mehr über Ableitung nachgedacht, nochmal hingeschrieben. Die beschreibt eben einfach, wie wir eine Komposition von Funktionen ableiten. Also wenn wir g komponiert mit f in x ableiten, ist das g abgeleitet in f von x, komponiert mit f abgeleitet in x. Die Multiplikation sieht dann zum Beispiel so aus, die ist in der ersten Komponente eben auch eine normale Multiplikation. Und in der zweiten Komponente, das ist alles, was hier rechts von diesem Triple und steht die Produktregel in einer etwas komischen Form dargestellt. Wir haben aber schon noch viel Zeit, ne? Hinten noch, okay. Genau, in der zweiten Komponente ist die Produktregel. Und so sind eben alle möglichen, diese kategorielle Struktur für diese GD-Morphismen implementiert. Wenn wir jetzt diese Magnitude-Squared-Funktion von eben nochmal hernehmen und die jetzt nach GD transformieren und das Ergebnis dann in die Kategorie der Graphen transformieren, dann sieht es so aus. Hier sieht man jetzt oben die normale Funktion, und das, was in diesem grünen Kasten ist, ist jetzt eben die Ableitung. Und hier ist jetzt also das K von diesem GD-Typ, also die Kategorie, in der wir die Ableitung darstellen,
ist hier jetzt dieses komische Minus plus größer. Das sind einfach Haskell-Funktionen, eingeschränkt auf Typen, auf denen wir eine Addition definiert haben. Es ist vielleicht einleuchtend, dass wir Ableitungen nicht einfach für Funktionen auf beliebigen Typen definieren können. Und das ist eben eine Stelle dieser additiven Funktionen, wo das ein bisschen eingeschränkt wird auf Typen, wo das eben alles Sinn macht. Aber also diese Morphismen minus plus größer sind einfach ganz normale Haskell-Funktionen, um die nochmal ein Typ gewickelt ist. Das ist jetzt so eine vorwärtsläufige Ableitung. Um die rückwärtsläufige Ableitung zu berechnen, bemühen wir ein Konzept aus der Kategorientheorie, das sich Dualität nennt. Und zwar kann man jeder Kategorie ihre sogenannte duale Kategorie zuordnen, die dadurch entsteht, dass man einfach alle Pfeile umdreht. Also eine Funktion von A nach B wird in der dualen Kategorie eine Funktion von B nach A zugeordnet. Das heißt nicht, dass das die Inverse ist oder so, das heißt zunächst mal einfach, dass sich hier ein Pfeil umgedreht hat. In Haskell sieht es dann so aus, also das sind die Morphismen von A nach B in der dualen Kategorie von K und dahinter verbergen sich einfach Morphismen von B nach A in K. Für solche dualen Morphismen sind jetzt eben auch verschiedene Instanzen definiert. Zum Beispiel ist die Komposition in einer dualen Kategorie die geflippte Version der Komposition aus der zugrunde liegenden Kategorie. Also Flip vertauscht die ersten zwei Argumente von einer Funktion und damit werden hier jetzt quasi Funktionen einfach in umgedrehter Reihenfolge komponiert. Und zum Beispiel Extract Left ist in der dualen Kategorie das Inject Left aus der zugrunde liegenden Kategorie. Also Extract Left extrahiert die linke Komponente von dem Tupel und Inject Left steckt etwas in die linke Komponente eines Tupels. Wenn wir jetzt abermals diese Magnitude Squared Funktion von eben hernehmen und die wieder nach GD transformieren, die Ableitung jetzt aber in der dualen Kategorie der additiven Funktionen darstellen, dann sieht es auf einmal so aus. Und es ist jetzt eine rückwärtsläufige Ableitung. Genauer gesagt ist das Backpropagation, das ist der Standardalgorithmus, mit dem man Gradienten von neuronalen Netzen berechnet. Und damit können wir jetzt eben rückwärtsläufige Gradienten generieren. Das sieht leicht vereinfacht dargestellt dann so in der Art aus. Also das Grad hier, diese Funktion, ist so ein Differentialoperator. Dem kann man eine skalarwertige Funktion geben und der macht daraus eine Funktion, der kann ich Parameter geben und kriegt dann den Gradienten nach diesen Parametern zurück. Dieses toCCC triggert das Plugin. Das addRAD sagt dem Plugin, hier soll was in die Kategorie der Reverse Automatic Differentiation übersetzt werden. Und dann muss man den Gradienten halt aus diesem GD-Typen noch rausfriemeln. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel auf ein neuronales Netz anwenden. Und das Ergebnis ist einfach wieder eine stinknormale, pure Haskell-Funktion von Parametern nach Parametern. Genau hierfür brauchen andere Bibliotheken eben dieses Graphenmodell. Mit ComCat kriegen wir das einfach vom Compiler serviert. Der kann das sowieso viel besser, der braucht dafür auch keine Graphen oder sonstigen State. Das ist einfach eine Interpretation von einem neuronalen Netz in dieser kategoriellen Sprache. Und damit ist jetzt natürlich, sind nicht nur die Gradientenberechnungen selber, sondern wie wir eben vorhin auch schon gesehen haben, die neuronalen Netze und die gesamte Infrastruktur von diesem Graphenmodell jetzt befreit. Also zum Beispiel Gradient Descent ist jetzt einmal eine ganz simple Berechnung auf einem Satz Parametern und einem zugehörigen Gradienten. Wir mussten zum Beispiel für das Siemens-Projekt auch diesen Adam-Optimizer implementieren. Dazu haben wir uns einfach das Paper rausgesucht, in dem der vorgestellt wird und haben die Formeln abgeschrieben. Dazu müsste man nicht mal wissen, dass das irgendwas mit neuronalen Netzen zu tun hat. Wenn man für TensorFlow zum Beispiel ein Optimierungsverfahren implementieren will, dann muss man schon ganz schön Ahnung haben von TensorFlow-Graphen und am Ende hat man was, was man auch nur in so einem TensorFlow-Graphen benutzt werden kann. Das ist vom Konzept her alles schon mal ziemlich cool so.
finde ich zumindest. Solange wir die Berechnung aber einfach alle naiv in Haskell implementieren, ist das noch ziemlich langsam. Es gibt schon deutlich effizientere Implementierungen, insbesondere für Matrix-Multiplikationen, als wenn wir so Standard-Haskell-Multiplikationen und Additionen über irgendwelche Haskell-Typen mappen und folden. Und dafür benutzen wir eine Bibliothek, die sich Accelerate nennt. Die wird von der Arbeitsgruppe von Gabriele Keller an der Uni Utrecht entwickelt. Davon handelt auch die Keynote von der BOP 2019, die kann ich auch nur empfehlen. Und mit Accelerate kann man aus Haskell-Code so abstrakte Syntaxbäume generieren, die man dann mit verschiedenen Backends zur Laufzeit für verschiedene Architekturen kompilieren kann, üblicherweise mit LLVM. Und so kann man dann solche Array-Berechnungen schön parallelisiert rasend schnell ausführen. Und wir haben natürlich den offensichtlichen Weg gewählt und haben eine Kategorie der Accelerate-Funktion definiert. Das haben wir jetzt im letzten guten Jahr wahrscheinlich gemacht. Und die können wir jetzt mit dem Plugin ansteuern. Und das sieht dann am Ende alles insgesamt so aus. Da sieht man jetzt ganz oben eben ein neuronales Netz. In der Mitte wird der Gradient generiert. Diese R-Grad-Funktion hängt die Loss-Function an das Netz und wendet dann einfach diese Grad-Funktion darauf an, die wir gerade eben gesehen haben. Und am Ende hier unten wird es dann einfach alles nach Accelerate transformiert. Und darauf können wir dann zum Beispiel den Atom Optimizer anwenden. Und das fasst, finde ich, ziemlich gut zusammen, was wir so für Vorteile mit ConCat eben haben. Davon abgesehen, dass das eine extrem elegante Art, muss man ja schon mal sagen, ist, dieses ganze Graphenschlamassel zu umgehen. Und dass wir hier ziemlich simplen Code am Ende einfach stehen haben, der nur aus puren Funktionen besteht, haben wir mit ConCat vor allem auch eine klare, saubere Trennung der beteiligten Domänen. Also unsere neuronalen Netze repräsentieren einfach die mathematischen Operationen, aus denen solche Netze bestehen, in einer sehr generischen Sprache. Und es hat überhaupt nichts mit Ableitungen oder effizienten Berechnungen zu tun. Die Kategorie der Ableitung ist eine abstrakte, präzise Repräsentation von dem mathematischen Konzept von Ableitungen. Und das hat überhaupt nichts mit neuronalen Netzen oder effizienten Berechnungen zu tun. Und die Accelerate-Funktionen repräsentieren eben so Array-Berechnungen, die wir schön parallelisieren und nach Accelerate transformieren können. Und das hat wiederum nichts mit neuronalen Netzen oder Ableitungen zu tun. In so Bibliotheken wie PyTorch oder TensorFlow ist im Endeffekt in jeder Zeile Code sind diese drei Konzepte komplett miteinander verknotet und die kriegt man da auch nicht mehr raus separiert. Mit ConCat ist das alles komplett modular und komponierbar. Der Übergang von einer Domäne in die andere ist einfach die Anwendung von so einer Transformation. In der Kategorientheorie nennt man das einen Funktor. Und wir können das alles in beliebigen anderen Kontexten benutzen. Und wenn wir zum Beispiel eines Tages feststellen, dass wir statt Accelerate lieber was anderes benutzen wollen, können wir einfach diese eine Komponente austauschen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Raoul. Es gibt einige Fragen. Fangen wir mal links an. Wo hast du ihn gezeigt? Zu mir, oder? Egal, eigentlich euch. Der Code, den du gezeigt hast, das war ja alles Haskell. Und soweit ich weiß, ist Accelerate auch Haskell. Jetzt hast du aber gesagt, das ConCat ist ein Compiler-Plugin. Also es ist doch nicht Haskell. Warum ist das ein Plugin? Es ist ein Plugin für den Haskell-Compiler, GHC. Ja, warum kann man es nicht in der Sprache selbst ausdrücken, sondern man muss den Compiler dann ausnutzen? Das ist bisschen schwer zu sagen. Also offen gesagt weiß ich es auch nicht wirklich. Ich habe das Plugin ja nicht benutzt. Der Mike will direkt. Ja, das könnte ich beantworten. Also der Compiler, also das Plugin übersetzt von Haskell nach Haskell. Das, was man, das Output von Plugins kann man auch von Hand schreiben, aber es ist aufgrund der Tatsache, dass
also diese kategorielle Sprache, diese kategorielle Teilsprache von Haskell ist punktfrei. Und wie Haskell-Programmierer sagen, das heißt, da tauchen keine expliziten Variablennamen auf. Und das macht Haskell-Code tendenziell ein bisschen schwieriger zu lesen. Außer für Leute wie Joachim, der das schnell sagen will. Tatsächlich wäre meine Frage genau in andere Richtung. Das Beispiel war ja total punktfrei. Also ich habe für dieses neue Netze, die tue ich ja nur diese Layers komponieren. Das sieht doch schon so aus, ob ich das direkt genauso komfortabel in dieser kategoriellen Sprache schreiben kann. Warum brauche ich dann noch dieses irgendwie coole, aber ich finde das irgendwie unvertrauenswürdig, dass dann nach dem Kompilieren im Core dann irgendwas generiert wird. Also brauche ich das wirklich zumindest für die Anwendung? Es findet einfach was anderes statt. Also erstmal würde ich sagen, das, was du da gesehen hast, der Kompositionsoperator ist eigentlich Funktionskomposition. Ne? Da stand Add-Punkt. Genau, ich hatte eh schon einen eigenen Operator. Das heißt, es scheint... Ja. Und bei Implementierung unten drunter, da gibt es tendenziell schon mehr Code, wo du auch gerne Variablennamen siehst. Das Plugin, Raoul, wenn es okay ist, wenn ich das beantworte, das klar. Ist mit dem ich zu tun hatte. Ja. Das Plugin macht aber nicht nur das, es macht nicht nur diese Code-Transformation, sondern man kann sich vorstellen, dass der Source-Code ja ganz normale Haskell-Funktionen hat. Und er muss ja dafür sorgen, dass es diesen Code, dass es über die Kategorie, über die Typklasse, die die Kategorie implementiert, auch noch liftet. Das ist sogar eher einer der komplexeren Teile des Plugins. Also von Hand müsste ich überall einen Begriff schreiben, statt, oder ist das vielleicht in die Richtung? Kann das Lambda gar nicht mehr verwenden? Nee, man darf halt kein Lambda verwenden, genau. Also das Lambda abonniert den Haskell-Code halt auf die Haskell-eigene Kategorie. Und man möchte aber eine andere haben. Und bei den Anwendungen, auch wenn wir sie gesehen haben, braucht man Lambda doch nicht doch. Ja. Und drunter gibt es ja noch viel, gibt es ja noch einiges mehr. Okay. Das war jetzt auch nur ein sehr einfaches Modell als letztes. Das gibt ja auch noch besser. Ja. Ja, hier noch eine Frage, bitte. Wenn ich jetzt an so Graphenmodelle denke, wo wir einige gesehen haben, dann fällt es mir ziemlich schwer, mir vorzustellen, wie Funktionen höherer Ordnung darin aussehen. Sind die überhaupt in diesem Minus, Plus, Größer Dinges erlaubt? Ja. Ich denke, also... Also ich hätte ja dann irgendwie in einem Graphen, hätte ich ja Pfeile, die auch Pfeile zeigen. Sozusagen. Meinst du diese Schaubilder, nicht die Graphen von PyTorch, sondern die Schaubilder. Ja, genau. Die Schaubilder. Ja gut, die Schaubilder sind halt eine Visualisierung, die man... Und Graphen sind eine Kategorie, wie sieht das denn dann aus? Wie es aussieht, weiß ich nicht, wie das visualisiert wird. Also diese Graphen sind ja nur eine Visualisierung davon. Aber im Code, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das Problem im Code sein soll. Mike, du wolltest auch, vielleicht hast du eine bessere Idee. Also erstmal hast du recht, die Kategorie für die Ableitungen. Also das geht also im Allgemeinen ist es eben so, dass man sogenannte kartesisch abgeschlossene Kategorien haben und damit gehen Higher-Order-Funktionen. Also das Compiling to Categories Framework kann das. Die Kategorie für die ableitbaren Funktionen ist aber nicht kartesisch abgeschlossen. Okay. Sodass man auf GHC da manchmal etwas vertrauen muss, damit er eben an die Higher Order Features geht. Das heißt, kompiliert, aber auch da, ich glaube, du hast ja am Anfang diese schöne Folie mit das, was Connell vor ein paar Jahren gemacht hat, das, was er jetzt, woran er jetzt gerade arbeitet, ist tatsächlich auch eine kartesisch abgeschlossene Kategorie für ableitbare Funktionen. Das ist also prinzipiell denkbar, aber einfach noch ein bisschen komplexer. Ja, also rein mathematisch ist eine Ableitung ja eine Abbildung von einem Punkt in die linearen Abbildung ziehen. Genau. So, das heißt, immer wenn ich das machen kann, das kann ich im Prinzip mit höheren Ordnungen auch machen, weil ja die Funktionsräume auch wieder lineare Vektorräume sind und da kann ich auch wieder lineare Abbildungen machen. Genau, aber es ist ein bisschen technisch schwieriger, hängt auch mit der Codierung von Tupeln zusammen, also man muss noch ein paar andere Teile des Frameworks anpassen. Okay, wir schaffen noch eine schnelle Frage, wenn sie schnell ist. Bitte. Ja, es gibt bei neuronalen Netzen ja auch Recurrent Layers. Lassen die sich Recurrent Layers, zum Beispiel RNNs, LSLs, lassen die sich elegant in dieses Framework übertragen? Oder ist jetzt, ich weiß nicht, was du als elegant betrachtest. So Recurrent Layers
haben wir selber noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt ein bisschen schwer abzuschätzen, wie das am Ende aussieht. Wir haben auf jeden Fall Convolutional Layers schon benutzt, das eben in diesem etwas schwergewichteren Netz, was wir haben, benutzen wir Convolutions. Ja, ich finde das ziemlich elegant. Es ist halt, wie das halt mit Haskell und vor allem mit so einer Art von Haskell ist. Das meiste passiert auf dem Typ-Level und da ist es recht kompliziert und schon recht aufwendig, das alles irgendwie so zu definieren, dass das dann funktioniert. Der eigentliche Code ist, finde ich, dann ziemlich simpel und elegant, würde ich sagen. Ja. So Recurrent Layers kann ich nicht richtig abschätzen, das müssen wir mal probieren, wie das aussieht. Gut, ja, man hat es anhand den Fragen gesehen. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank nochmal, Raoul, für den tollen Vortrag. Ich bin auch in der AG-Booth noch die nächsten Stunden. Wer Lust hat, kann da auch gerne noch vorbeikommen. Genau, dann vielen Dank, nochmal Applaus und dann haben wir Zeit.